Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe im August. Passend zu meiner Badetasche habe ich mir natürlich auch mein ganz persönliches Badetuch gemacht. Und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Wenn ihr euch so ein Badetuch passend zur Badetasche auch nähen wollt, braucht ihr Frotte. Ihr kauft 80 cm und nehmt die Länge dann, die ihr kauft, die 80 für die Breite und nehmt die Breite vom Stoff für die Länge irgendwie zwischen 1,40 und 1,60, immer so wie die Stoffe breit liegen. Ihr braucht natürlich für die Rückseite dann auch noch ein schönes passendes Baumwollgewebe, gern bedruckt. Dann möchten wir ja sticken, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Stickvlies. Und wenn ihr auf Frotte stickt, ist immer ganz wichtig, dass ihr das Avalon mit benutzt für obendrauf. Ich zeige euch jetzt dann gleich, wie das geht. Das Avalon ist nachher auch wasserlöslich. Das heißt, wenn ihr das erste Mal euer Badehandtuch wascht, ist da auch alles weg davon. Ich habe schon mal eingespannt. Das heißt, ich habe mir überlegt, welchen Abstand von wo möchte ich haben und habe mit diesem Abstand mir mittig das jetzt eingespannt. Und nun geht's los zum Sticken. Wir nähen und sticken heute mit der Elna 860, die kombinierte Näh- und Stickmaschine von Elna. Ich habe hier oben schon eingegeben den Stickrahmen 1,70 x 200. Und jetzt suchen wir uns ein nettes Motiv übers Haus. Wer Elna kennt, weiß immer, kommt zu den Entwürfen. Und ich habe hier unter Lieblingsmotive mir schon die Nummer 35 ausgewählt. Ich möchte aber jetzt spiegeln. Nein, ich möchte aber das jetzt auf die andere Seite auch haben. Deswegen muss ich zuerst duplizieren. Die Taste ist duplizieren, die klickt ihr an. Ihr seht im Display nichts. Aber wenn ihr es rüberrutscht, das nochmal und das spiegeln wir jetzt. Genau, dann haben wir schon mal unseren Rahmen. Ihr könnt auch über die Pfeile das besser setzen. Und dann wollen wir ja auch noch was sticken. Und zwar, wir wollen unseren Lieblingsplatz natürlich auf das schöne Badehandtuch machen. Das machen wir in der breite Schrift und das machen wir in Größe M. Und das lassen wir auch immer in Großbuchstaben. Das kann jeder für sich so entscheiden, wie er mag. Also ein L. Und das passt uns eh nicht alles auf eine Reihe, deswegen mache ich hier ein Leerzeichen. Ich kann dann hier letztendlich weiter und kommt dann auch in meine Zeichen. Ah, das will er schon gar nicht mehr. Okay, dann nehmen wir da oben eins raus. Dann geht es gerade auf. Drücken auf okay. Jetzt haben wir schon mal sehr deutlich und sehr breit den Lieblings. Und jetzt brauchen wir noch den Platz. Wieder übers Haus, wieder ins Alphabet und machen den Platz. T. Und ein Z. Und wer mag, macht noch unter den Sonderzeichen ein Ausrufezeichen. Wir drücken wieder auf OK. Dann haben wir das da drunter. Und in unser Blumenranke würde ich jetzt zum Beispiel den Namen reinschreiben, weil das ist dann der Lieblingsplatz von Annette. Dann nehmen wir eine weichere Schrift, finde ich schöner, entscheiden uns für die Größe M. So, gucken wir es uns an, setzen wir hier uns da unten rein. Wenn die Platzierung euch so gefällt, ich glaube, ich möchte da noch ein bisschen korrigieren, dann gehen wir auf OK. Er sagt uns nochmal, hast du den richtigen Rahmen? Ja, den habe ich. Und hier kommen die ersten Farben. Wenn wir hier auf unser Blümchenmotiv gehen, zeigt er uns jetzt auch an, was er zuerst stickt. Die Blümchen auf der Seite hier. Wir können das jetzt zusammenziehen. Zusammenziehen können wir das jetzt, wenn wir nochmal auf Bearbeiten gehen und hier die Farben zusammenziehen.
So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also wenn er jetzt hat 1 stickt, stickt er nicht nur die Seite, sondern auch die. Da müsste er. Und somit sehen wir hier ringsrum, dass er alles, was er in dieser Farbe sticken soll, auf einen Atemzug dann ausstickt. Also gut, dann fädeln wir ein. Ich habe mich für folgende Farbe entschieden. Für Blautöne und Grün. Und werde jetzt das Hellblau zuerst benutzen. Dann erfreue ich mich natürlich hier immer auch an meinem Einfädler. Ich habe meinen Faden eingefädelt. Ich mache den Fuß runter. Ich drücke auf Start. Heb hier mein Avalon noch ein bisschen fest. Unsere Stickerei ist fertig. Ich spanne aus. Das Stickvlies können wir hier hinten immer einfach abreißen. Und das Avalon von vorne auch. Wenn ihr irgendwelche Reste da noch zwischendrin habt, wie gesagt, es ist wasserlöslich. Beim ersten Mal waschen ist alles weg. Nun brauchen wir Platz. Schaut, dass ihr einen großen Tisch habt, wo ihr euch gut ausbreiten könnt. Ihr könntet jetzt natürlich auch das Ganze Einschlag-Umschlag machen und säumen. Mir ist das aber immer sehr dick und ich finde es ganz schön, wenn das jetzt einfach mit dem Baumwollstoff verstürzt wird. Ganz klar, ihr wisst, rechts auf rechts. Ich fange oben an. Wer von vornherein schon gut ab- und zugeschnitten hat, der hat es jetzt leichter. Aber ich glaube, ich drehe mir das. So. Jetzt bedarf es etwas Geduld, weil die Wege an dem Badetuch natürlich einfach länger sind wie in einem kleinen Nähprojekt. Und ich stecke mir jetzt einfach meine beiden Stoffe aufeinander. Da ich oben die Webekante nicht drin haben will, habe ich das jetzt einfach ein bisschen länger gelassen. Ja? Und dann bitte alles glatt hinlegen. Vielleicht räumt ihr euren Esstisch leer oder ihr geht auf den Boden. Wichtig ist, dass es hier keine Falten gibt, dass alles glatt liegt. So. Hier unten seht ihr natürlich jetzt, dass die zwei Stoffe unterschiedliche Breiten hatten. Das macht aber nichts. Schneiden wir einfach ab. Beim Stecken ist mir jetzt aufgefallen, dass mir diese Seite hier überhaupt nicht gefällt. Die da hinten passt sehr gut. Dann könnt ihr das auch einfach nochmal angleichen, indem ihr euch einfach mit einem langen Lineal Markierungen macht. Ich setze mir es da gern in den Winkel. Kontrolliere nochmal, wie weit ich nach außen gehe. Für alle, die Angst haben, ich habe mal hier was mit Filzstift. Wenn ihr das Bügeleisen draufstellt, ist es auch wieder weg. Also der Stift reagiert auf Wärme. Ich sage es immer gern nochmal mit dazu. Jetzt ist es sogar warm, dann mache ich gar nicht. So, ringsrum haben wir jetzt halt außer unten. Unten lassen wir uns dann eine Wendeöffnung, damit man die als vor Aufregung nicht vergisst. Kann man sich die auch ganz gerne einfach markieren. Ich gehe es gern von der Mitte her, oder ich lasse gerne in der Mitte, komme gern von rechts und links. Dann legt sich hinterher die
der Stoffbruch einfach schöner. So, dann gehen wir zum Nähen. Ich nähe ganz schlicht und ergreifend mit dem weißen Garn in dem Fall jetzt mal das zusammen. Unsere Maschine ist jetzt noch im Stickmodus. Die bauen wir natürlich noch schnell um. Das heißt, wir löschen hier ihr alles raus. Ist sie hier wieder leer. Dann möchten wir über das Haus, dass das Stickmodul wieder zurückfährt. Dann kann ich Stickmodul zusammenklappen. Dann brauche ich lediglich noch die Stichplatte wechseln. So, meine 9 mm Stichplatte. Dann schalten wir hier um auf Nähmaschine. Okay, so, jetzt haben wir die Nadel auch schön in der Mitte. Dann können wir mit dem Einfädler hier wunderbar unsere Nadel wieder einfädeln. Jetzt habe ich den normalen Nähfuß dran gemacht. Als ich aber meine Decke vorgenäht habe, ging es lieber und ausprobiert habe ich dann, zeige ich euch, den Obertransportfuß und ich will euch zeigen, dass es mit dem einfach schöner wird. Das heißt, ihr schraubt euren normalen Nähfuß ab, ihr hängt es dran und ihr schaut aber, dass dieser Hebel über der Nadelstange liegt. So, der Hebel hier über der Nadelstange, hier nochmal festschrauben. So, dann möchte ich noch was ändern. Ich mache mir jetzt das Stickmodul weg. Ich nehme den großen Anschiebetisch und habe dann für meine große Decke hier einfach eine tolle Auflage. Die Maschine möchte einmal aus und wieder angeschaltet werden. Gaspedal einschalten und den Transporteur wieder hoch. Wir verriegeln wie immer zu Anfang. Ihr könnt den Stich auch gern noch ein bisschen größer stellen. Machen mal auf 2,8. Na, jetzt los. So, jetzt haben wir ein Seitenteil gemacht. Es ist natürlich super, dass ich meine Nadelposition so habe, dass sie unten bleibt. Einen Stich machen wir noch. Das heißt, Nadel stecken lassen, Fuß nach oben. Einmal wenden und los. So, ich habe überall noch die überflüssige Nahtzugabe weggeschnitten. Ich schneide auch noch die Ecken schräg. Und dann könnt ihr durch die Wendeöffnung, gehe immer gern in die Ecken oben rein, legt die um, fasst die und zieht durch. So. Und ihn noch mal nachgreifen, gerade in den Ecken bitte. Schütteln wir mal. So. Natürlich müssen wir die Wendeöffnung noch schließen. Das haben wir aber ganz einfach, weil wir ja von vorne kommend schon die Nahtzugabe haben. Jetzt könnt ihr euch überlegen, je nachdem, wie ihr das hinbekommen habt, möchtet ihr da noch so ein kleines bisschen von dem hinteren Stoff sehen oder möchtet ihr es ganz weg haben? Ich habe es gerne, wenn man immer da noch so ein bisschen sieht und ich versuche mir das jetzt so zu stecken. Das geht immer ganz gut. Ihr könnt auch Clips nehmen, wenn euch die Clips lieber sind und für die, die Stecknadeln lieber wollen. Es ist beides richtig. So schaut ihr jetzt, dass da immer so ein ganz kleines Rändchen stehen bleibt. Ich finde es hübscher. Ihr dürft natürlich immer für euch entscheiden, wie es euch gefällt. Und das jetzt alles einmal ganz drumrum. Ich habe alle vier Seiten gesteckt und stepp's jetzt für mich. Mir gefällt es sehr gut. Einfach ganz schmalkantig ab. Ihr merkt, ich bin etwas langsamer unterwegs, weil einfach
Ja, da ein bisschen Genauigkeit gefragt ist, damit es nachher auch schön aussieht. So, ihr Lieben, das war noch das Badetuch zur passenden Badetasche im August. Ich weiß nicht, ob ihr schon in Urlaub wart. Ich darf noch, deswegen freue ich mich ganz arg über meine Badetasche und mein Badetuch. Das, was ich heute nachgenäht habe, ist gar nicht für mich. Zum Verschenken ist es auch ganz schön, wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Also wenn ihr mal einen lieben Menschen habt, dem ihr eine Freude machen wollt, so ein Badetuch mit seinem Namen, glaube ich, ist auch immer ein gern genommenes Geschenk. Wenn ihr Frottee und die Gütermannstoffe und das restliche Zubehör braucht, ihr wisst, ihr findet immer alles bei uns im Shop unter www.näharena.de. Ich freue mich natürlich immer riesig über euren Daumen und auch für euch immer den Vorteil, wenn ihr mich abonniert, dass ihr immer die neuesten Videos von mir bekommt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und alle, die noch in Urlaub gehen, viel Spaß im Urlaub mit eurer Tasche und eurem Badetuch. Ciao!